Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K15. Nein, das hatte ich eben auf der Zunge und dachte, jetzt kommt das einfach raus. Es ist natürlich 7 Days to Die. Ihr habt ja gleich gesehen, ne? Weil mit der Shotgun in der Hand kann man schlecht einen Super Slam machen. Super Slam? Wer macht denn Super Slams? Gibt es jemanden, der einen Super Slam macht? Oh Gott, jetzt habe ich so... Ach, komm, vergiss es. Wir sind hier auf dem Weg zu Ruhm und Reichtum. Achso, wir könnten eigentlich auch auf der anderen Flussseite mal lang gehen, haben wir nämlich noch nicht erkundet. So, komm. Vielleicht finden wir noch unseren Indianerfriedhof, bevor Alpha 12 kommt. Apropos Alpha 12, ist bald. Eventuell. Also der Matt Mole, der hat ja schon wieder viel getestet und gespielt. Wenn die schon so viel spielen, ne, anstatt weiter zu programmieren, dann werde ich immer skeptisch. Warum wir nicht mitspielen dürfen. Na egal. Dann regen wir uns nicht wieder auf, wie vor Alpha 11. Da habe ich ja Zeta und Mordio. Da haben wir den halben Tag nichts anderes gemacht, als im 7 Days to Die Forum F5 zu drücken, um zu gucken, wann sie denn letztendlich raus ist. Über Wochen. Nee, Quatsch. Worauf ich hinaus wollte, ist, der Matt Maul hat gesagt, er hofft sehr, sehr, dass die Amerikaner, die ja der Feiertag haben, am 4. Juli schön Alpha 12 spielen können. Er sagt aber auch, das ist natürlich kein Estimated Release Date, weil so einen schnellen Kram machen die Jungs nicht. Er sagt, es könnte sein, sie hoffen, sie fänden es selbst schön und lassen uns überraschen. Dieses Schwein ist kaputt. Das andere Schwein da hinten bin ich zu faul, hinterher zu rennen. Wir haben ja noch was vor hier. Haben wir nicht den ganzen Tag Zeit, hier Schweine hinterher zu rennen. Das sind ja keine Polizisten. Na? Auch hier? Wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Doch eben gerade in die Richtung geguckt, da warst du noch nicht da. Und jetzt bist du da. Ja, Alpha 12. Ich habe schon sehr, sehr Lust auch. Und ich merke jetzt, dass so langsam Alpha 11... Oh, kann mal weitergehen jetzt. Ich bin auch so... Oh, 5 Eier, nice. Ich bin auch so, so gespannt, ne? Auf dieses neue Biom-Zeug. Dass da nicht immer der Fluss ist und dass sich das entwickelt halt, ne? Und boah, ich habe so Bock. Alpha 12 wird bestimmt nochmal ein Burner. Und Minibike, das sah gerade einen kurzen Moment aus, als würden die Händchen halten. Ich glaube, Alpha 12 wird richtig, richtig, richtig Hammer. Das wird Hammer, wie wir im Zombieland wohnen, Hammer. Keine Zombies schonen, Hammer. Ja, Hammer. Pistolmoni, sehr, sehr gut. Guck mal, heutzutage findet man eine Pistole und denkt nicht mehr, oh, guck mal, eine Pistole, sondern, oh, guck mal, 15 Schuss für meine Pistole. Huch! Jetzt habe ich was hingeschmissen. Oh, wir haben jetzt sogar schon wieder welche übrig. Wir müssen mehr mit der Pistole schießen, Leute. We must more with the pistol shoot. Das war wieder falsch. Sollte ich mal so einen Alarm? Ich glaube, ich brauche mal so wie Stefan Raab, so Buttons. Stefan Raab hört ja auch auf, ne? Kann man auch. Ist es schlimm eigentlich, dass Stefan Raab aufhört? Also, jetzt nichts gegen Stefan Raab. Ich finde, der hat sehr, sehr witzige Formate gemacht. Der hat sehr, sehr witzige Dinge auch getan. Also Raab in Gefahr. Köstlich. Köstlich. Ja? Schlag den Raab auch gute Unterhaltung, muss ich sagen. Und über viele Jahre fand ich TV Total auch nicht verkehrt. Ich finde es auch heute noch nicht verkehrt, aber nicht mehr so knallermäßig, ne? Aber der ist jetzt auch schon lange, 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 lange dabei. Und der hat ja nur wirklich auch aus allem irgendwie eine WM gemacht. Also wirklich aus allem, ne? Wenn, ja, schade, dass er jetzt in Rente geht, sonst hätte der mich vielleicht in 2 Jahren bei der 7 Days to Die WM sehen können. Bei Stefan Raab. Boah. Schreibt dem mal. Schreibt mal an Brainpool. Die dürfen Stefan Raab nicht in Rente gehen lassen, bevor keine 7 Days to Die WM passiert ist hier. Auf Pro 7 mit dem Finn. Gewinne ich wenigstens. Piu, piu.
sage ich. Piu, piu. Oder auch Pef, Pef. Das sind so die unterschiedlichen Dinge, die man tun kann. So, warum sind wir jetzt hier wieder in dieses Loch abgebogen? Kann mir auch keiner von euch erklären, wa? Ihr habt es halt einfach gemacht. Wir haben einen Hirsch verenden. Ah, da hinten. So die falsche Richtung, Hirsch. Da will ich jetzt gar nicht lang. Ich habe gerade einen Kriecher gesehen. Wo ist denn hin? Schwupp, wo bist du? Ach, da. Huch. Ich dachte, der wäre auf uns zugekrochen gekommen. Ja, wie gesagt, betrifft euch das? Findet ihr das schlimm, dass Stefan Raab aufhört? Sagt ihr, boah, gerade noch rechtzeitig oder boah, endlich? Ja, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, ist mir ein bisschen egal. Weiß gar nicht, warum ich da jetzt so belaber. Weil es kam halt jetzt tagelang im Radio, ne? Immer wieder und immer wieder auf und nieder, in die Knie, zurück in den Rücken. 14 Bullet Casings gehören mir. So, und deswegen muss ich da jetzt gerade dran denken, weil sich das so medial aufgebauscht hat in meinem Kopf. Denn jetzt habe ich dran gedacht und jetzt habe ich es euch erzählt, jetzt ist es raus, jetzt ist es wieder gut. Vielen Dank, ihr habt dann Euro für die Therapiestunde, wie immer. Ich lege den hier zu den anderen, müsst ihr euch abholen kommen dann. Und teilen aber auch. Na gut, noch sind wir ja nicht so viele, seid ihr ja noch nicht so viele. Fanatics. da lohnt sich das dann nachher noch. Wenn ihr für jede Folge, die ihr von mir anguckt, damit ich therapiert bin, 1 Euro kriegt und euch den teilen müsst. Da kommt bei einigen Folgen noch ein bisschen was rum, ne? Für euch. Kleine Schweinchen. Kleine Schweinchen. Ihr habt die Schweine erschossen, Leute. Was sagt denn mal dazu? Geil, ne? Voll gut, oder was? Das ist nicht so gut. Mann. Da hinten ist noch ein Dings. Ein Hirsch. Ach, jetzt ist das schon wieder kaputt. Ich dachte, das wäre besser gewesen jetzt. Gehen Hirsche jetzt oder sind alle kaputt? Wir gucken mal, wir schleichen uns mal an den Hirsch ran. Und erschießen ihn fachgerecht und weitmännisch. Zack, zack. Bam, bam. Double Tap. Always Double Tap. Regel. Schreibt's in die Kommentare. Ihr wisst schon, aus welchem Film. Zombieland. Passt auch thematisch gut, ne? Also ich mag das auch gern. Gut, jetzt, wo ich das Let's Play ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ich mochte das auch gerne. Beim 7 Days to Die spielen, irgendwie so Zombie-Filme zu gucken. Also, ne, Zombieland, Resident Evil. Ja, jetzt mag der eine oder andere sagen, die Resident Evil-Filme. Ja, aber ich finde, ich bin einfach so ein Resident Evil-Fanboy, dass mich nicht mal die stören. Und die Resident Evil-Filme, gerade die, also die neueren. Ha, also den ersten, ja, fand noch gut. Den zweiten aber in Ordnung. Den dritten fand ich wieder cool. Der vierte. Oh. Und ab da wird es grenzwertig. Aber ich gucke sie mir trotzdem alle an. Ich besitze sie trotzdem alle auf Blu-ray, weil sie das so gehört. Als bescheuerter Resident Evil Fanboy. Junge Typ. Mogli Mongo. Ja, nee, mache ich gerne. Zombie-Sachen zu Zombie-Sachen stacken. Huch. Oder The Walking Dead gucke ich auch super gerne beim 7 Days to Die spielen. Das ist mal überhaupt. Huch. Was liegt hier im Schatten? Ah, das ist ja wieder kaputt. Was mache ich denn? Ja, ja. Totes Schwein liegt im Schatten und hat nichts dabei. Schon nicht so nett, ne? Hier einfach leer zu baggen. Was wäre denn, wenn wir jetzt drauf angewiesen wären, wenn wir jetzt neu wären? Das muss übel sein, ne? Wenn du jetzt gerade so, oh, ein Schwein, yes, schnell und dann schnell kochen oder wenigstens mit dem Stock übers Feuer, damit ich nicht verhungere und dann ist da nichts drin. Oh, gerade so mit deinen letzten 2 Pfeilen abgeschossen, ne? Und dann, leer. Alle. Alle, alle, alle.
Kein Fleischi, hier im Schweini. Das Schwein, das ist alle. Fix und alle. Oh, hier kann man auch schön reinbauen, ne? Ah, ne, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ist das unser Schneebiom? Das haben wir gar nicht durcherkundet. Kann das sein? Hier nicht richtig, Leute. Sehr, sehr nachlässig, muss ich ja mal so sagen. Ich bin enttäuscht. Geht ihr bitte auf euer Zimmer. Das seid ihr wahrscheinlich schon. Oder, ich stelle mir jetzt vor, nee, wenn man so, also, nee, manchmal guckt man ja auch so gerade so Let's Plays. Da geht es ja auch weniger, außer bei manchen Spielen geht es ja auch weniger ums direkte Gucken. Da muss ja hier nicht 1080p sein, sondern halt mehr um zuhören und ein bisschen sehen, was passiert und so. Ich stelle mir das so vor, ich mache das auch manchmal, ja, beziehungsweise mache ich ja nicht, weil, beziehungsweise hier zu Hause mit WLAN habe ich das manchmal gemacht, dass ich halt im Bett auf dem Handy YouTube geguckt habe dann, ne? Und also das ist ja ganz verbreitet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ihr jetzt zum Beispiel gerade in der Bahn sitzt, neben euch, der liest schön seine Bildzeitung. Auf der anderen Seite, der macht ein Nickerchen, läuft ihm so ein Speichelfaden aus dem Mundwinkel. Und ihr sitzt da, habt gerade euer iPhone oder was, oder euer anderes elektrisches Gerät zum Videos abspielen in der Hand, Stöpsel in den Ohren und ich sage, geht bitte auf euer Zimmer. Und ihr guckt euch um und denkt so, na klar, Finn, mach ich doch, geh auf mein Zimmer. Gut, sichi. Ich bin gerade erst zu Hause los, aber wenn du es sagst, dann steige ich nächste Station aus, fahre in die andere Richtung zurück und gehe auf mein Zimmer. Und das erwarte ich jetzt auch ehrlich gesagt von euch. Ich mache hier nicht weiter, ehe ihr nicht auf eurem Zimmer seid. Ich zensiere das. Wenn ihr nicht in 10 Minuten auf eurem Zimmer seid, dann werden euch 4,99 € abgezogen von eurer Kreditkarte. Ja. Und das geht komplett an... Ja, komm, ich denke mir jetzt keinen Nomen Zweck aus. Es geht komplett an mich. Das sind Geschäftsmethoden, wa? Wie die großen Telefonfirmen oder alle. Also es ist ja heutzutage auch, ne, da kannst du ja sagen, was du willst. Wir haben ja auch. Man unterhält sich ja auch. Also nicht jetzt nur so wie hier mit euch im Monolog und dann irgendwann 3 Tage später, wenn ich es endlich mal geschafft habe, den Scheiß zu rendern und hochzuladen, kann ich einen Kommentar lesen und auf den wieder antworten. Sondern man unterhält sich auch manchmal in echt. Also so mit Leuten, denen man so begegnet auf der Arbeit oder in der Straßenbahn oder die man kennt schon vorher und mit denen man halt mit Absicht auch begegnet, ne? Nicht, weil sie halt gerade da sind, weil die Arbeitskollegen sind ja halt gerade da, wenn man arbeiten geht, weil die müssen auch arbeiten gehen und ja auch von irgendwas leben. Ja, und wer sagte auch hier, Telefonanbieter, bla bla bla, ich sage jetzt den Namen nicht, weil das wäre gemein. Ne, Werbung mache ich immer gerne, Schleichwerbung so, aber jetzt hier so schlechte Sachen über bestimmte Firmen erzählen, mache ich nur, wenn ich da selber gerade wütend drauf bin. Emscher-Lippe Energie! Andere Geschichte. Ja, und der sagte, ja, ihr Telefonanbieter, bla 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 und boah und Ich sage, ja, und? Also du kannst doch heutzutage, kannst du doch zu jedem Telefonanbieter gehen, überall der gleiche Mist. Oder? Das sind, die arbeiten doch alle mit den gleichen Methoden. Um dir deine sauer verdiente Knete aus der Tasche zu ziehen. Die Schweinepuckels. Ist doch so, oder nicht? Also, kann man doch... Ja, kommt der... Oh, ich gehe zum anderen Telefonanbieter. Da wird's bestimmt besser. Hauptsache, glaubst du jetzt selbst. Brauch noch mehr Öl und Brass, Leute. Boah, wie der da am Berghang rumwackelt, ne? So, der letzte Schuss in die Luft war... Weil ich schon nicht mehr damit gerechnet habe, dass ich treffe. Dann dachte ich, gib sie direkt 2 raus und dann war er schon tot. Ja, und beide wieder schön leer. Supi. Gefällt uns gut. Haben wir gern.
Brass Trophy haben wir noch gerne. Johannes B. gerne. Oh, oh Leute. Leute, Leute, Leute. Johannes B. gerne. Oh Mann. Ein Hirsch. Oh, der rennt aber schnell. Nehmen wir unterwegs noch das Nest mit. El Nesso. Zack, hier das auch noch. Keine Eier. Keine Eier. So, wo ist der Hirsch? Wo ist das edle Tier? Weg. Oh, guck mal, ein Toter. Ja, ich höre sie doch, Leute. Ich höre sie doch. Ui. Grauer Magnum Grip, wie geil. Ist doch nicht zu fassen, wie die hier auf diesem scheiß unebenen Boden rumwackeln. Ihr wisst doch, dass ich nicht treffe, Leute. Was macht ihr denn mit mir? Mann. Und dann werde ich auch so wütend dann über... Da brauchen nur zwei Schuss daneben zu gehen, wegen seiner scheiß Schiefgewackelei. Und schon habe ich so eine Wut im Bauch, dass ich das ganze restliche Magazin in ihn reinblase. Am besten in den Fuß, damit es schön lange dauert, damit er nicht direkt tot ist. Obwohl, die haben eh nichts. Die fühlen doch eh nichts mehr. Oder fühlt so ein verbrannter Zombie noch was? Ich glaube nicht. Hatten wir schon mal das Thema, ob Zombies überhaupt was fühlen und dann noch verbrannt. Also, ich zweifle ja noch dran. Solange das nicht wissenschaftlich widerlegt wird, glaube ich das nicht. Und den Hirsch haben wir auch verloren, weil die doofen Verbrannten den weggelockt haben. Also was heißt weggelockt? Vertrieben haben sie ihn. Nennen wir doch das Kind beim Namen. Da ist er. Wenn man vom Teufel spricht. Und ihr denkt, oh Gott, Finn, ey, jetzt hast du ihn gefunden, gehst erstmal in das Haus, oder was? Hüschi, Hüschson. Und ein Hund. So, ich hab dich mal gerettet, Hirsch. Um dann, dich selbst zu töten. Ach, was mache ich denn hier? Den Hund looten. So weit kommt es noch. Jetzt ist der auch verbuggt. Och Mann, Leute. Darf man immer nur noch ein Tier pro Session töten? Müssen wir jetzt immer, wenn wir ein Tier getötet haben, einmal das Spiel neu starten? Und zwar komplett neu starten. Ich weiß noch, das eine Mal, da hatten wir das nämlich auch. Und da war ich dann im, der kann ja brennen sogar. Dachte die. Und war im Hauptmenü, weil ich hatte kurz Pause gemacht. Weiß ich noch, nämlich noch genau. Ich hatte Pause. Oh, zwei Gläser. Brauche noch Gläser. Hatte Päuschen gemacht und war halt nur im Hauptmenü und dann bin ich wieder rein. Und dann haben wir weitergespielt und dann dachte ich, oh Mensch, ja, still. Wir waren ja raus und dann waren die trotzdem noch buggy. Das ist doch Schmu. Wo bleibt Alpha 12? Und was ist mit T? Alpha 12, Alpha 12, Alpha 12. Wir wollen jetzt eine Alpha 12. Jetzt wollen wir mal nicht ungeduldig werden, Leute. Beruhigt euch wieder. Setz dich hin. Bleiben Sie ruhig. Gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh gut, wissen wir, dass wir jetzt erstmal keine Hirsche mehr abschießen müssen. Und keine Schweine. Und Kanickel sowieso nicht, weil... Pff, Kanickel. Zäh. So weit kommt es noch. So, jetzt ist aber so langsam schon 15 Uhr, ne? 15 Uhr ist gleich und ist weit und breit nichts, wo man sich mal verstecken könnte. Wenn jetzt die Nacht hereinbricht, können wir schon mal für Always Run üben. Haben wir Licht? Haben wir. Müsste reichen. Müsste... Ah, nee, wir haben aber den Spawn noch auf hoch. Also, ne, wirklich jetzt nochmal. Always Run. Oh, zwei Hirsche. Einer war rechts und einer links. Und wir können ihn nicht abschießen. Also, wir können schon, aber... Was wollen wir damit? Noch einer? Oder ist das der von hier links? So, von wo kamen wir? Von da rechts. Wir gehen erstmal hier nach Norden. Machen hier mal sternförmig, machen wir die Runde. Wie kommen wir zusammen? Sternförmig. Wie gehen wir auseinander? Strahlenförmig. Oder andersrum? Keine Ahnung. Auch so ein... Naja. Bam. Brass, Brass. Wir brauchen Brass. Das ist das Motto des Jahrtausends. Wir brauchen Brass. Echt. Keine Ressource ist so wertvoll in diesem Spiel wie Brass.
Obwohl, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Man kommt auch nur mit einer Schrotgang ganz gut klar. Und für die braucht man halt auch keinen Brass. Gut, einigen wir uns wieder drauf. Ich habe gelogen eben gerade. Dankeschön, entlarvt. Und die wertvollste Ressource ist und bleibt immer noch Öl. Weil wenn die Waffen kaputt gehen, ist man genatzt. Und dann muss man sich wieder eine Armbrust bauen. Und bleibt dann auf der Sitzen für immer. Wer macht da komische Geräusche? Oh, sollen sie machen. Macht mal eure Geräusche, Jungs. Macht mal eure Übungen hier. Euer autogenes Training. Und dann wird alles gut. Alles wird gut. Ja, ja. Viel zu wenig Eier in den Vogelnestern, sage ich euch. Habt ihr schon gemerkt, wa? Du Klassiker. Erschöpfung. Gib mir Brass. So, jetzt können wir nochmal eine Minute sprinten, wieder kurz. Das ist natürlich auch so ein Ding, ne? Wenn man mehr Ausdauer hat. Wenn man die mal leer hat, dann dauert es halt auch wieder länger, ehe die wieder voll ist. Weil es halt mehr. Mehr ist halt mehr. Obwohl ich finde, das sollte vielleicht auch noch so ein... Liebe Funpimps, wenn ihr das hier seht, das wäre doch ganz nett, wenn sich Ausdauer prozentual regenerieren würde. Weil dann hat man halt wirklich auch wirklich, wirklich was davon, wenn man mehr Ausdauer hat. Ah, obwohl dann ist... Also das ist, dass es zum Beispiel immer 10 Sekunden dauert, bis die voll ist. Also 10 Sekunden ist jetzt natürlich übertrieben, wäre viel zu schnell. Oder dass das wenigstens so skaliert. Dass halt, ja, dass alle 2 Wellness einen schneller geht. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist halt... Dass man nicht mit 200 Wellness einfach stumpf doppelt so lange darauf warten muss, bis die Ausdauer wieder voll ist, als mit 100 Wellness. Weil im Endeffekt ist man ja dann nur merely postponing the inevitable. Oh, jetzt habe ich es verkackt. The inevitable. Manu. Wie kann ich denn diesen Spruch verkacken? Der ist so gut. Von Dings. Wisst ihr noch? Wesker aus Resident Evil 5. Ja, Resident Evil, haben wir schon mal drüber gesprochen. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Die Spiele auch, kommen auch bei vielen nicht mehr so gut an, ne? Muss ich aber auch sagen, kann ich zum Teil nachvollziehen. Also ich muss sagen, ich persönlich fand als Koop-Titel Resident Evil 5 der Knaller. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr stimmungshaft. Auch wenn es meistens hell war. Und, nee, fand ich wirklich ein klasse, klasse Resident Evil, muss ich gestehen. Wo viele gesagt haben, boah, also ein bisschen kacke. Also ich kann auch nicht nachvollziehen, wieso Leute Resident Evil 4 feiern und 5 verabscheulichen. Weil spielsystemmäßig hat sich so viel nicht geändert. Fand ich jetzt. Außer, dass man co-oppen durfte, was für mich der Knaller überhaupt war. Das fand ich einfach großartig. Ich habe so viele witzige, geile Stunden in diesem Spiel verbracht. Die begrüßen an den Chaos auch. Nee, tut mir leid. Kann ich nicht. So, Resident Evil Revelations. Ja. Ihr könnt ja mal, wenn ihr Bock habt, ohne zu spoilern, wenn ihr es wisst und kennt und gespielt habt, könnt ihr mal ein paar Takte zu Resident Evil Revelations 2 erzählen, weil das weiß ich noch nicht so recht. Dieses Episodensystem. Und doch verhältnismäßig teuer dann auch und... Ne, aber Revelations 1 fand ich ziemlich gut. Bis auf den Handscanner. Der hat mich genervt, dass man immer diesen scheiß Scanner rausholen muss. Nur um... Führt zu an bei... Sachen zu finden, die sie da auch hinlegen hätten können. Also wirklich, fand ich überflüssig, das Ding. Und nervig. So, jetzt ist es raus. Wisst ihr es auch mal. Ja, und Resident Evil 6 habe ich auch gespielt. Ja. Reden wir nochmal in Ruhe drüber. Also zu Resident Evil 6 habe ich wirklich eine Menge zu erzählen. Das machen wir vielleicht mal wann anders. Wenn wir sonst nichts zu erzählen haben.
Wenn ich weiß, okay, jetzt machst du mal eine Stunde gar nicht, dann fange ich an, über Resident Evil 6 zu sprechen. Weil, naja, das hat gute und schlechte Seiten, das Spiel. Sagen wir es so. Also ich persönlich würde das jetzt nicht als schlechtes Spiel abtitulieren wollen. Auch wenn es mit dem ursprünglichen Resident Evil, also mit dem ganz alten Resident Evil, nicht mehr so richtig viel zu tun hat. Und ja, warum stehe ich jetzt hier und erzähle über Resident Evil 6, während wir Brass scrappen? Wollte nur auf die Map gucken. So, jetzt haben wir hier nochmal ein Schneebiom. Seit Monaten suche ich Schneebiom und jetzt haben wir hier zwei quasi nebeneinander. Wir bleiben jetzt aber hier in dem Verbrannten. Könnt ihr euch auf den Kopf stellen auch. Ist mir egal, was ihr macht. Ich gehe jetzt hier am Rand lang zur nächsten Straße und suche hier im verbrannten Biom weiterhin nach einem Point of Interest. Oh, es ist schon 16 Uhr. Wir haben Fleisch in der Tasche. Und nichts zum uns verkrümeln. Müssen wir am besten um 18 Uhr nochmal schnell anfangen, ein paar Bäume auszubuddeln, um uns wenigstens irgendwelche kleine zu bauen. Dass wir nicht die Opfer sind, direkt. Na gut, aber ob und was und wie wir diese Nacht überstehen, das einfach jetzt hier hinten zu sterben, ne? Das wäre verhältnismäßig unangenehm. Und ich glaube auch zur Nacht gehe ich mal hier raus aus dem zerstörten Biom, wenn wir hier nicht gerade eine Stadt haben oder so, wo wir uns verschanzen können. Zerstört, sag ich schon. Aber hier gibt es ja jetzt auch wieder Hunde. Haben wir ja gelernt. Ja, gut. Aber jetzt habe ich mich schon wieder festgequatscht. Wo bist du? Da. Ich wollte euch doch eigentlich sagen, dass wir das alles erst beim nächsten Mal erfahren. Wenn es wieder heißt, Let's Play 7 Days to Die. Und dann wollte ich mich noch schnell von euch verabschieden. Quatsch. Wollte ich mich noch schnell bei euch bedanken fürs Zuschauen. Und sagen, dass ich hoffe, dass ihr wirklich beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Und tschüssli Müsli.